weiteren Folge von Ark, das tolle Überlebensspiel mit den Dinosauriern. Ich habe mal überlegt und die anderen haben dann zugestimmt, wir wollen Kristalle holen und zwar gucken wir erstmal oben auf dem Berg bzw. Bergen. Wir haben dadurch unsere drei Flugsaurier ja hier geholt, unsere Petris. Ich nenne die irgendwie Petri, das kommt von diesen Land von unserer Zeit. Genau. Irgendwie warum auch immer. Und ja, ich bin die Juno und reite auf der Lilly. Und ich bin Mace und reite auf Eclipse. Ich reite auf dem Piotr. Auch ein sehr schöner Name. Danke. Ja. Das habt ihr alle sehr schön. Dann würde ich sagen, wir düsen los. Der Halbblinde oder so sollte mal vorfliegen. Okay. Ja, der hat seinem Eclipse da eine Brille verpasst. Gut, wir sollten aber langsam fliegen. Wir sollten die Ausdauer nicht zu sehr belasten. Meiner Meinung nach. Genau, ja, schon. Ja, du bist weit, weit weg. Genau, bei den Krokodilen und so. Okay, welchen Berg wollen wir jetzt erst anfliegen? Den ganz großen, denke ich mal, oder? Einfach ja, den geradeaus Vulkan halt, ne? Ja, genau. Wir werden schon irgendwelche Stellen finden, wo man landen kann. Ja, auf jeden Fall. Man kann ja auch recht schnell wieder starten. Also das Problem ist ja dann nicht, falls es mal Probleme geben sollte. Ich guck mal gerade nach unten. Schlange, Krokodil und so. Also da würde ich eher nicht landen wollen. Wo sind denn die anderen hin? Bin ich jetzt schon wieder... Ich bin hinter dir. Okay. Den hier! Wo ist denn hier? Hier landen. Achso, nee, wir können auch fliegen. Ich habe noch halbe Ausdauer. Man verliert ja kaum was, wenn man langsam fliegt. Eigentlich gar nichts, oder? Ja, doch, auch. Aber eben sehr viel langsamer. Ja, ich habe heute schon ein paar Minuten früher angefangen zu zocken als die anderen, weil der Server läuft ja über meinen Rechner. Da habe ich die, ab und zu mal haben sie ein Level gehabt, da habe ich denen Ausdauer gegeben und Geschwindigkeit, beziehungsweise auch mal Gewicht. So, ich guck mal kurz hier, was hier so los ist. Hier der kleine Teich, da die Berge hoch, da gibt es T-Rex. Also da definitiv nicht landen, alles klar. Doch, könnte man, die sind ja nicht die ganze Zeit unterwegs. Hier kann man gut zwischenlanden. Hier sind nämlich Steine. Ja, das ist eine gute Idee. Siehst du uns noch, Xider? Ja, ich kann der Meist. Einfach auf den Stein landen. Oder bei dem Stein. Weil hier geht natürlich auch die Party. Auf Toren. So, dann können die sich erstmal regenerieren. Ich guck mich dabei um. Ein Eierdieb. Und wird direkt angegriffen. Und hoch hier, weg hier, weg hier, weg, 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 weg. Was ist los? Ja, Zwischenlanden ist nicht so schön. War nur so ein kleiner Mistkäfer da, okay. Aber trotzdem. Und 3 Sekunden auf dem Boden schon, muss ich nicht merken. Jo, wohl wahr. Wir sind aber nicht mehr so weit, habe ich das Gefühl, entfernt. Wir müssen hauptsächlich nur über den See und dann den Berg hoch. Oder irre ich mich? Kanus. Dann irre ich mich und dann sagt er Kanus. Okay. Kanus da unten, ja. Ja, wir bleiben aber hier oben. Kann sein, dass bei den Bergen Greife sind, ne? Ja, davon gehe ich auch aus. Ich muss leider sagen, ich habe nur die Armbrust und einen Bogen dabei. Ich bin nämlich heute, weil ich AFK war, sei mir verziehen, lieber Server. Ich war AFK und du hast mich einfach verrecken lassen, weil ich dehydriert bin oder so. Und natürlich war ich so lange AFK essen, da ja, war die Leiche schon wieder weg. Und ich habe die Eisensachen, bis auf eine Spitzeisenhacke, habe ich alles jetzt alte Sachen. Und die Armbrust natürlich. Aber ich habe eine Chitin-Rüstung diesmal gekriegt, weil ich bin ja mit einer Nubi-Rüstung gestorben und so, da war das dann also nicht ganz so schlimm. Alter Schwede, es ist ganz schön hoch und ich würde gerne diesen grünen Strahl da mal holen. Ja, und ich muss irgendwie landen. Ich auch.
Oh, greif. Schnell. Kommt mal alle zu mir. Kann ich nicht, meine Ausdauer ist zu niedrig. Komm sofort. Bin in der Nähe. Oh, das ist ein Säbelzahntiger oder sowas sogar hier in der Nähe bei mir. Ja. Interessant. Ich merke gerade auch, dass ich gar keinen Sound im Spiel habe. Stimmt, ich habe auch keinen Sound. Bei mir ist es ganz leise. Oh, eine Lederrüstung. Ich habe auch keinen Glückwunsch. Sound. Das hat sich ja gelohnt, hier hinzufliegen. Keine Musik, Moment. Warte, ich lande nicht mal bei euch. So wie ein Schwarm. Sonst ist sie hier doch immer, ne? Oh, irgendwas. Achso, das ist der Kristall, der da runterkullert, das lila. Okay, okay. Ja. Okay, drei Adler haben wir hier. Der eine kommt jetzt näher zu uns ran. Nee, dreht wieder bei. Okay, cool, cool. Vier sehe ich jetzt schon. Okay, dann sollen wir endlich mal hoch, oder? Ja, ich würde auch sagen, wir fliegen hoch. Wir düsen nach oben. Auf, in den Himmel! Oh, das erinnert mich gerade an Petra. Ich darf auf jeden Fall eh nicht. Und rein in die Lava. Essenkristalle hier. Da haben wir aber Glück gehabt. Ach, Gott sei Dank, weil wir brauchen ja für den Fabrikator oder Kristalle. Das ist irgendwie ein gelber Strahl oder so, oder was da, ne? Ich weiß gar nicht, wofür, für welche Höhe das jetzt hier ist. Aber der kommt ja gleich erst runter. Bei mir kommt da kein Kristall raus, nur Stein. Zwei Kristalle, vier, fünf, sechs. Nutzt du Stein, eine Steinhacke? Ja. Ihr solltet, das kannst du vergessen, da kriegst du keine mit. Ja. Eclipse fliegt hier im Kreis herum, das solltest du unterbinden. Wäre nicht schlecht. Ich suche mal noch weiteren Kristallen hier. Ich habe zwei Magic Mushrooms gekriegt. Hey. Geheimflug. Wunderbar, 10, 11 Stück aus dem Teil. Wow, dein Kristall ist ja riesig da. Geil. Richtig geil. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir können endlich das Teil auch bauen. Wenn wir das andere zusätzlich auch noch. Rare Mushroom. Geil. Hä? Moment, aus den Kristallen kriege ich Pilze? Wie sind das verbunden? Jetzt bin ich aber nicht, ob das so soll. Hm. Komisch. Okay, meinetwegen soll es so sein. Oh, das geht ganz schön weit hier. Ich habe aber Angst, dass hier. Oh, Metall gibt es hier auch gut. Okay, okay. Aber wir sind hauptsächlich jetzt wegen Kristallen hier. Erstmal die Kristalle. Und dann heißt es gucken, was wir noch schleppen können an Metall, denke ich mal. Ne? Ja, ich setze mich jetzt erstmal wieder auf den Lauri, um zu gucken, ob ich nicht schon zu schwer bin. Bin ich nämlich. Ich könnte doch auch noch was geben. Ich kann ja eh nicht abernten. Das ist eine gute Idee. Aber was ist das für ein komischer Strahl hier? Guckt euch das mal an. So ein großer Kreis kommt langsam runter oder so. Ich mache mir da ein bisschen Sorgen. Dann gebe ich dir mal die Hälfte von den Kristallen, ja? Mhm. Wieso kreist denn Lilly um mich? Was soll denn das? Nee, jetzt die folgen dir. Wieso folgt dem meine Lilly? Wem, mir? Nein, hier dem, warte mal, warte. Wo ist sie denn? Lilly? Wieso sollst du niemanden folgen außer mir? Oh, der Gelbe, das Gelbe. Jetzt, ich bin gespannt, welches Level ist es? Ich hoffe, 45. 45 kann ich öffnen. Gucken wir mal rein. Wie sieht's denn aus mit eurem Gewicht? Also ich kann jetzt zumindest wieder fliegen. Gut, schlecht, bescheiden. Ey, wieso komme ich denn hier nicht hoch? Black Leggings. Ja, was war noch so drin? Sonst nix, nur die Hose. Okay, toll. Ja, komme ich nicht dran. Gut.
Kurse gerne geben, weil ich vermute. Ich weiß nicht, ich bin auch ziemlich voll. Ich werde aber den Stein wegschmeißen mal, der. Ich bin am. Gib dir mal die Hose, dann kannst du sie dir an. Ich schmeiß mal die Lederrüstung weg. Also die Rüstung hier, das ist auch absoluter Blödsinn. Billy wandert übrigens rum. Ja, ich weiß aber nicht warum. Weiß ich nicht, wo die Hose hin ist. Das ist schon rum. Umwandern. Disable. Ja. Ich weiß auch nicht warum. Die war nicht eingestellt. Die sollte eigentlich nur mit mir mitfliegen. Mehr sollte sie nicht machen. Wie denn? Ich hab sie schon. Und dann Disable Rendering. Ja. Naja. Irgendwie. Ich guck mal, ob ich fliegen kann. Sehr, sehr schlecht kann ich fliegen. Mir kannst du noch was geben, ein bisschen. Ein bisschen? Ja, ich kann ja nichts ernten. Okay, ich schmeiß hier mal Kristalle hin. Guck mal. Ja, passt noch. Jo, dann würde ich sagen, wir fliegen zurück. Ja, kleinen Moment, ich guck auch noch mal eben schnell. Oh, meine hat auch gleich ein Level-Up. Okay. Ja, Steine, Dafür noch ein paar Kristalle. Sehe ich gerade keine mehr. Ey! Jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen. Alter Schwede, du hast mich von meinem Vogel runtergeholt. Ja. Ey! Hör auf damit! Ja, meiner hat gleich ein Level-Up, dann kann ich den nochmal Gewicht skillen. Und ich muss gerade, sehe ich gerade, futtern, weil ich sonst verhungere. So, jetzt sollte es mal dementsprechend sein. Okay, ist denn sonst hier irgendwie was noch? Also Metall kriegen wir ja gut schon mit unseren anderen Fuzzi da her. Da ist es ja eher uninteressant. Aber haben wir Glück, dass hier keine Monster spawnen, wa? Ja, ich bin trotzdem ein bisschen beunruhigt. Wenn du keinen Ton hast und die nicht kommen hörst, dann ist... Ja, ich habe auch keinen Sound. Also schon Ton, also aber halt keine Musik. Ich glaube, das haben sie irgendwie gepatcht oder so. Also wenn wir das ja alle haben, ne? Okay, ich bin leicht genug zum Fliegen. Außer jetzt kriegen raus, in welche Richtung wir müssen. Ja, ist schwierig, mit der Karte. Da müssen wir aber theoretisch so ungefähr... Ungefähr auf den roten Turm zu halten, oder? Ja, genau. Der war doch hinter uns. Genau. Es ist dunkel, Leute. Wir sollten lieber auf den Tag oder so warten. Ach, Quark. Auch roten Turm sieht man doch im Dunkeln viel besser. Ich sehe gar keinen. Da ist der Grüne. Die Richtung. Mal los oder nicht? Jep, düsen wir los. Ich mach auch die Fackel an. Denn falls ich nämlich mich verfliege oder so, dann seht ihr das wenigstens. Hier bei den großen Bergen kann es sein, dass hier ein Giganotosaurus mal. Deswegen bleibe ich ja schön weit oben. Das ist eigentlich nur den Fluss entlang. Wer müsste das dann sein? Weil die muss kurz zwischenlanden. Das ist aber immer dieses eigentlich. Ja, die bewegen sich halt, ne? Wie soll ich denn eine genaue Angabe machen? Wo seid ihr? Ja, du bist sturzmäßig nach unten und wir schweben hier so halb noch in der Luft und fliegen geradeaus ganz langsam in Ruhe Richtung Roten Turm. Ich habe aber ehrlich gesagt das Gefühl, ich stehe auf einem Fleck. Boah, weil du so hoch bist. Ich würde auch nicht zu hoch fliegen, weil du ja auch wieder zwischenlanden musst. Oder
Oder ich bin einfach irgendwie ein bisschen sehr überladen, ne? Nein, nein, du bewegst dich definitiv. Ich sehe das, ich bin hinter dir. Auch erheblich schneller als ich, nur so nebenbei. Ja, ab und zu mal habe ich hier auch gerade Dingens geklickt hier, das ist die Stamina. Aber ich sehe gerade, meine hat glaube ich gleich ein Level up, ja. Und Spino. Ach ja, der Kurz, beziehungsweise X-Hider wollte ja einen Spino gerne haben, ne? Ja, zum Fleisch sammeln. Wird auch ein. Also müssen wir zwei holen. Ja, natürlich. Gut, aber das dann Weibchen und Männchen. Ja. Und ich würde sagen, dann versuchen wir, sobald wir die Kristalle und alles in Sicherheit gebracht haben, dass wir dann dementsprechend einfach mal einen suchen und dann versuchen. Ich habe einen. Ich meine nachdem wir die Kristalle in Sicherheit gebracht haben. Die Reihenfolge ist wichtig. Ja, dann ist ja gut. Das ist gut, das ist gut. Oh, diese langsamen Flüge hier, das ist ja... Okay, ich muss gleich mal zwischenlanden. Ah, Schande. Krokodile sind auch cool. Jetzt aber nicht. Jetzt wenn man Spino hat, ist das sowieso ganz easy. Ganz, ganz easy. Ei, Karamba, ist das langsam. Wo von wem? Und ein Plesiosaurus. Ich glaube nicht, dass es so langsam ist. Es kommt einem langsam vor, wenn man so weit oben ist. Yay. Überleg mal, was das für eine Strecke ist. Wenn du diese Fuß gelaufen wärst, wie lange du da gebraucht hättest. Oh Gott, gut, dass wir die Flugsaurier jetzt haben mit Sattel. Gott sei Dank. Halt mal wieder auf den Hügel dazu, wo wir vorhin schon mal zwischengelandet sind. Das waren zwar diese kleinen Mistviecher, aber. Okay, ach, da hinten bist du. Ja, ich bin nämlich. Bin schon zu Hause. Jetzt echt? Ja. Dann mach uns mal dann schieß mal eine Flairgun ab. Im Haus sind welche drin. Seid ihr in eine andere Richtung gegangen? Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Ich muss landen. Wenn ihr das sehen könnt, dann? Ob ich will oder nicht, ich muss jetzt landen. Ja, dann komm, versuch hier zu diesem Hügel zu kommen, oder? Ja, ich versuch schräg runter irgendwie. Ich sehe nämlich gar nichts. Du findest die Tür nicht? Du hast doch bestimmt eine Fackel, oder? Du musst doch eine Fackel haben. Oh, das wird jetzt interessant. Wo ist die Fackel denn jetzt, die am Flairgang? Unten in einer der Kisten im Haus. Einfach. Im unteren? Da sind nur noch zwei Kisten, glaube ich. Ich habe ja alles schön sortiert, während wir auf dich gewartet haben. Ach du Scheiße. Ich stell grad fest, ich bräuchte Wasser. Und ich nehme mir Pekko mit. Oder, nee, Pekko war doch deiner, meiner war Momo. So. Nee, nicht in mich reinfliegen. Packen wir uns beide fest. Ich zeige euch den Weg nach Hause. Okay, ich habe gar keinen Dex mehr. Ich muss jetzt runter. Die Stamina ist komplett weg. Und ich sehe nichts von da unten. Ja, ich stürz ab. Das war's. Deswegen sag ich nicht so hochfliegen. Ja, scheiße. Tot? Nein. Oh, lange kommen. Ich kann aber nicht mehr steuern, gar nichts mehr. Ja, warum musst du die auch zu Gas geben, ganz ehrlich? Ich hänge hier in der Luft. Hallo? Soll ich schon losschießen? Nein. Wir rennen zusammen. Und ehrlich gesagt, ich hänge hier echt in der Luft. Ich kann nichts machen. Ich könnte Fallschirm nehmen und runterspringen, aber dann kriege ich den Drachen ja hier nicht mehr weg. Hier Dino. Meine Lilly. Die liegt. Die... Nein, 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 nein. Coco? Oh. Ich habe nicht L gedrückt. Scheiße. Ich abgeschmissen. Oh ja. Oh nein. Oh. Jetzt flieg da hin und hol mich. Ich weiß nicht, wo deine Leiche ist, ich sehe sie nicht.
Oh. Aber ich hab dein Dino. Mal das Leuchtfeuer. Ja, wie denn? Sieht doch eh keiner. Ja. Nix. Doch, ich hab eine in meiner. Aber. Oh, fuck. Oh, wie hübsch. Gerade. Bei dem Weg finde ich, aber ich finde deine Leiche nicht. Ich weiß nicht, wo du da gekommen bist. Ich bin gerade runter. Also. Oh, Mann. Gerade runter auf eine Stelle, die ich nicht finde. Ich hab eine rote. Ja, es wird. Ich glaube, wir werden angegriffen. Es ist 3.40 Uhr, das heißt, scheiße. Guck mal. Oh, fuck, nicht schon wieder. Du hast jetzt die Wahl, entweder rette ich die beiden Dinos und die Kristalle, die ich habe, oder ich suche weiter deine Rüstung. Ja, steig hoch. Wart ihr mal im Sumpf oder wo wart ihr? Nein. Das ist, wenn du auf der Karte guckst, an dem Fluss, kurz davor, wo wir vorhin zwischengelandet sind. Ja, genau. Ach so. Ich habe nur rote, wo die Steine Chitin waren, da wo der kleine See war. Genau. Aber halt näher an den Vulkan dran, weil bis dahin hat es nicht mehr. Da hinten wart ihr noch? Ja, wir waren ja voll. Und du hast ja Vollgas gegeben. Und eigentlich fliegt man ja mit denen zusammen zurück, damit nichts passiert. Oh, das ist doch ne? meine Schuld, oder? Es ist immer deine Schuld. Was? Ja, meine ist es nie. Was soll das denn? Keine Ahnung. Wollen wir mal gucken. Hier ist ein Tarn. Was hat dich umgebracht? Ach, du bist gefallen, ich ne? Ich bin nur gefallen. Schwerkraft. Ist der Vogel schon wieder da? Den hab ich. Ich hab nur die Leiche nicht gefunden. Da mich irgendwas schon wieder angegriffen hat, bin ich lieber mit dem Dino abgehauen. Sehe ich leider gar nicht. Bist du weit oben im Himmel? Über den Baumwipfeln. Musst du da sein. Licht an. Jetzt wird's hell, Gott sei Dank. Ich hab eine rote Chitinrüstung an. Gehabt. Ja. Bin in der Nähe dieses grünen Spalts. Land einmal zwischen und dann gucke ich. Aber direkt hinter den Bäumen irgendwo. Ja, ja, ich hab dich schon. Nein, ich meine direkt hinter den Bäumen ist er irgendwo runtergekommen. Hinter den Bäumen, also beim Fluss. Also, ja, aus deiner Sicht hinter den Bäumen. Also du musst über die Bäume hinwegfliegen und dahinter kannst du. Bin ich doch schon, ich bin doch schon längst hinter dir. Achso, ja, das weiß ich ja nicht. Nicht gesehen. Und dann, wo ist sie gestorben? Ja, wenn ich das so genau wüsste, hätte ich ja die Leiche gesucht. Ich bin ja leider komplett gerade runtergefallen. Das ist das ja. Darüber, wo der hing. Ja, die ist bestimmt geflogen, stimmt. Ich habe eine rote Chitinrüstung auf jeden Fall an. Das kann sein aber auch, dass es nur noch ein Rucksack ist oder so. Das ist ja das Problem. Oh, das wird ein Problem. Ja. Schon wieder eine Chitinrüstung futsch. Ach, das ist ja, du kriegst einfach keine mehr. Das ist gut. Ah, ja, Mann. Als wenn ich was dafür könnte, ey. Ja, du kannst da was. Du hättest vorher runtergehen können, du weißt, dass die Ausdauer nicht reicht. Gesagt, ich wollte ja auch runter. Ich habe es gesagt, aber im Wasser zu landen ist ein bisschen schwierig. Ich sehe hier keinen Rucksack. Raptor. Au. Ich weiß nicht, wo du gestorben bist. Hast du denn noch gesehen, wo du hingefallen bist? Ja, auf Gras. Fast direkt neben da, wo er gelandet ist. Ich habe ihn im Sturz gesehen gehabt. Aber ich weiß ja nicht, wo er gelandet ist. Ja, das weiß nur er. Von da aus ging es dann berg runter, bist du so runtergekugelt? Ich hab's nicht mehr gesehen, ich sehe ja dann direkt, wo ich wieder spawnen kann. Hier ist auf jeden Fall ein Kanu. Irgendwas frisst er da. Ja, bestimmt mich. Nee. Oh, ist das unfair. Was bist du schon wieder, ey? Er hat auf jeden Fall irgendwas Hautfarbenes. Ja.
Und das könnte auch ein Kompi sein. Geh hin, frag ihn. Hab ich ja, der hat mich angesprochen. Ja, auf mich kam gerade auch ein Kanu zu, als ich nochmal zwischen. Fahren, Kompi. Hier ist ein grüner Strahl. Das ist uninteressant. Lost, die Leiche ist lost. Ja, voll. Herrlich. Ich weiß leider nicht, ob du irgendwie runtergefallen bist. Das könnte, du könntest überall sein. Ja, dann lass es gut sein. Noch krass ist nichts. So ein Mist. Schon wieder gestorben, ey. Ich hab's echt drauf, ehrlich. Flugvogel hab's da, also ist alles gut. Dann können wir den trotzdem weiter leveln, damit du nicht auf Zwischenland. Ich hab ja, ja auch keine Idee. Rüstung. Hat eh einen Vorteil. Chitin-Rüstung wird man eh viel zu warm. Runter. Muss viel mehr trinken. Ja, ich sehe Mauern. Ich glaube, ich bin richtig. Such immer noch. Hattest du die Kristalle oder hast du die in Dino gepackt? Ich hatte sie. Ich habe ja auch noch welche. Ja, wir brauchen auch nur 15 erstmal für den Fabrikator. Und dann erstmal weiter gucken. Danach gehen wir ins Kino. Benne. Stein und Chitin. Ja. Da immerhin der Dino ist wieder da. Das ist doch schon mal was. Das ist das Wichtigste, ehrlich. Jederzeit wieder Kristalle holen gehen. Und 51 habe ich auch dabei. Super. Hättest du sie gerne hin? Einfach in die Schmiede, genau. Einfach in die Schmiede rein, gut ist. Tja. Du kannst dir schon mal überlegen, wo der Fabrikator hin soll. Ja, du hast ja hier die Wand so schön frei gemacht. Hau da hin. Ach, stimmt, ja. Genau. Das Ding ist riesig. Ja. Deswegen frage ich ja, wo er hin haben möchte. Ein Affe im Kopftuch. Und man braucht, um das überhaupt anzukriegen, um das zu benutzen, braucht man immer Gas. Und das kannst du herstellen, indem du Öl mit Heid in Ofen reintust. Aha. Du brauchst immer ein Gas, um das anzumachen. Und dann läuft das auch eine Stunde, ne? Das läuft dann, glaube ich, die ganze Zeit, bis du es nächstes Mal anmachst. Eigentlich ist es Benzin, aber es. Gut, dann stell du mal das schon mal her und. Habe ich mich verirrt. Auch nicht schlecht. Bin lost. Nein. Erstmal diese Paste herstellen, damit ich das Fehlende vom Fabrikator da auch habe. Dafür brauche ich ein bisschen Chitin und Stein. Aber ich habe ja davon gut gesammelt. Das sollte ja also nicht so böse sein. Ja. Ein bisschen doof der Ausflug gelaufen, würde ich sagen. Andererseits auch erfolgreich eigentlich. So halb. Weil wir haben die Kristalle, die wir wollten. Und wir haben keinen Dinosaurier verloren. So. Dann würde ich sagen, einer von euch macht ja jetzt das Gas, ne? Also das ist heute. Ich bin doch nicht mal zu Hause, aber plan schon mit mir. Ja, du darfst dann
vorbereiten, wie wir am besten den Spino killen. Nicht killen, sondern tame. Ja, ganz viele Narkosepfeile. Und ganz viele Narcotics. Und ganz viel Fleisch. Ja, dann viel Erfolg. Mach mal. Nein, also Fleisch haben wir ja, können wir in einen der Dinos reinschmeißen, ne? Denke ich mal. Das Öl ist komplett weg. Ich brauche 10 Öl und Spark Powder ist auch rausgenommen worden. Ja, das habe ich rausgenommen, ja. Ich nehme schon. Gut. Wir haben übrigens auch schon 10 Sprit. So. Dann dürften wir den jetzt bauen können. Ja. Das heißt aber, dass wir noch viel mehr, Trilobits, ja. Um Öl. Ja, auch für dich, damit ich wieder eine Chitinrüstung für dich mache. Ach ja. Mit dem Spino kann man gut Trilobites farmen. Wow, ja, cool, ja, dann haben wir ja schon wieder ein neues Ziel. Das Ding ist wirklich riesig. Was ist das? In der Wand, ne? Ja, egal. Platzsparend. Können wir mal reingucken? Was kann ich? Ich kann nämlich irgendwie schon Elektrosachen bauen. Ich kann den Electrical Generator bauen. Den Outlet kann ich dafür bauen, also wo es dann endet. Dann die Elektrospulenstange-Ding. Da, wo der Strom durchläuft, ne? Die. Ah, ich komme nicht drauf. Kabel! Ach. Und den Polymer kann ich bauen. Da brauche ich Obsidian. Oh. Und, Elektrik-Dinger. So. Ne? Da wisst ihr Bescheid. Also, ein paar Sachen kann ich schon bauen. Was brauchen wir hier? 10 Electrics und Metall. 10 Stück. Das hatten wir doch hier. 10. Da brauchen wir die Perlen. Die schmeiße ich dann also hier rein. Die hier raus und die Perlen da rein. Ich glaube, Obsidian hätte es auch oben am Vulkan geben müssen, oder? Ja, war doch auch. Oh. Oh Mann. Also heißt, wir fliegen jetzt wohl regelmäßig darüber. Müssen kann man wir. Ja machen. Oh, hier ja. ist ein Spino. Ich bin gerade bei eurem alten Zuhause. Aber euer altes Haus steht gar nicht mehr. Ach doch. Okay. Auf jeden Fall wissen wir, wo dann das Spino ist. Schön. Gut, sehr gut. Okay. Weißt du, wie viele Narko-Pfeile wir brauchen für einen? Ja, ich weiß nur noch, wie das bei mir auf dem Server war. Das war, oh Gott, wie viele habe ich gebraucht? Ich habe schon einige gebraucht. Schon so um die 50 bestimmt. Wenn nicht sogar mehr. Guck ich mal, halt ob ich hier herstellen kann. Ich habe über 400 Narkos gebraucht. Ja, ich brauche dann erstmal wohl einen Bogen oder irgendwas. Ach ja, eine neue Armbrust. Ja, tut mir leid. Ah, ich bin zu Hause. Ärger. Nicht genug Metall. Oh. Eine Armbrust? Ich hab noch nicht mal eine Armbrust. Sollte man das auch ändern? Was ist denn einer für dich hier? Ich kann übrigens ein Radio bauen. Oder was auch immer. Das steht Radio. Kann ich auch. Da ist ein Funkgerät. Ja. 40 Metall braucht man. 40 Kristall und 40 Spark Powder. Aber das ja, Metall ist haben wir da eher was Uninteressantes. Ja. Nicht schlimm, dann wird eben halt gespart an allem, was wir haben. Wir haben hier Ersatzsachen so für. Kann ich auch sagen. Axt, Pickaxe, Wasserschlauch, Fallschirm. Ich krieg den Fallschirm nie so schnell geöffnet, wie ich ihn eigentlich brauche. Ne? Das ist echt manchmal gemein. Sollen wir mit dem Ankylo, mit dem Rüdi, nochmal unten an den Krokofluss. Nochmal. Was denn? Kannst du machen. Ja, ich hätte gern Begleitschutz, das ist diese. Ja, komme sofort. Ich muss nur kurz. Wir haben keine Fackeln mehr, ne? Keine Ersatzfackel? Stein, Flint, Pfeile haben wir hier oben.
48 Narko und einmal 75 Steinpfeile. Nein, ich nehme nur 50 mit. Ich verliere ja sowieso die Hälfte wieder. Bauteile, Sattel. Ah ja, hier oben hier ist alles beschrieben, wo alles drin ist, ne? Oh, hier. Und, was? Oh, hier. Ich habe da noch Kristalle. Lederrüstung kann ich mir erstmal anziehen. Ja, einfach in die Schmiede rein. Welche Schmiede? Den Ofen? Wir haben nur die, ja, nein, die Schmiede, nicht den Ofen. Die Smithy. Ja. Die Werkbank. Genau, die Werkbank, die Schmiede. So, die Lederrüstung an. Müsste ja alles. Boah, jetzt habe ich dahinter was geschmissen. Schön. Ich glaube, hier kommt ein grüner Strahl bei uns gerade runter. Ja, kann sein. Jo. Können wir ja gleich mal nachgucken. Beziehungsweise du, wir gehen Metall holen. Ne? So war das doch. Ja, was? Wo? Du achtest auf den Strahl und machst Pfeile. Ja, aber dann können wir nicht gleich den Spino holen. Okay, wo bist du? Du bist schon unterwegs, oder? Ich bin schon da, ja, ich sammle mich schon. Okay, ich komme. Wenn ich hier jedes Mal jetzt warte, dann kommt mir jetzt gar nichts mehr. Ja, ich merke schon, er ist eilig. Gut, dann machen wir erstmal eine Aufnahmepause, sammeln Eisen und sehen uns dann später wieder, wenn wir versuchen, den Spino zu kriegen. Tschö. Tschö.